Die Welt durch die Augen der Kinder sehen. Das ist derzeit auf der 12. Bücherschau Junior im Stadtmuseum möglich. Etwa 5000 Medien gibt es hier zu entdecken. Und da stellt sich dann schon mal die Frage, Roman oder Krimi oder doch was ganz anderes. Was anderes wäre zum Beispiel ein Workshop oder ein Besuch der Papier-City. Es gibt eine Papier-City und da geht es darum, dass man den Werkstoff Papier kennenlernen kann und basteln und kleben und schauen, was man alles aus Papier herstellt. Ausgestattet mit Kleber und Schere kann in der Papier-City also drauf losgebastelt werden. Wem das nicht zusagt, der kann sich auch eine der Lesungen anhören und dabei die Gelegenheit nutzen, verschiedene Autoren kennenzulernen, wie zum Beispiel Susa Kolb, die aus ihrem Buch Haferhorde berichtet. Diese Haferhorde besteht aus zwei Shetland-Ponys und einem Haflinger. Und Shetland-Ponys sind dafür bekannt, dass sie überall rauskommen, wo sie nicht rauskommen dürfen, überall reinkommen, wo sie nicht rein sollen. Sie können auch jede Kiste öffnen, die sie nicht öffnen sollen. Also allein deswegen erlebt man schon viele Abenteuer mit Shetland-Ponys. Die Faszination Buch. Was macht sie eigentlich aus? Vielleicht die Tatsache, dass man durch Bücher reisen kann. Sie sind quasi unsere persönlichen Zeitreisemaschinen, die uns überall hin katapultieren, wo wir möchten. Und das, ohne uns von der Stelle zu bewegen. Das Tolle ist vor allen Dingen, dass die Kinder hier die Bücher rausnehmen dürfen, angucken dürfen, sich in Lesehütten und Polster fläzen und richtig schmökern. Und die Bücher dürfen hinter Eselsohren haben. Hauptsache, jeder hat ein schönes Buch für sich entdeckt. Zu entdecken gibt es neben unzähligen Büchern auch Hörspiele und Apps. Denn die Digitalisierung hat längst auch bei den Kleinsten der Gesellschaft Einzug gehalten. Die Faszination für das Buch in seiner Ursprungsform, so mit Buchdeckel und Seiten aus Papier, schafft man bei der Bücherschau Junior vor allem durch die Präsenz der Bücher und dadurch, dass einfach die Kinder die Bücher rausnehmen dürfen, in die Hand nehmen dürfen. Und ich denke, es ist auch nochmal ein Erlebnis, so viele Autorinnen und Autoren kennenzulernen. Also, dass man auch ein bisschen sieht, wer steckt dahinter. Also, das sind ja Menschen, die sich diese Geschichten ausgedacht haben. Und so kommt man ja auch zum Buch. Bis zum 11. März ist die 12. Bücherschau Junior im Stadtmuseum noch geöffnet, täglich von 9 bis 19 Uhr. Ob klein oder groß, Lesen begeistert, unterhält und macht auch ganz schön müde.